Shamima Begum war 15, als sie England den Rücken kehrte, nach Syrien ging und sich dem IS anschloss. Jetzt steht die Terrormiliz vor dem Fall und Begum will zurück in ihre Heimat. Das sagte die heute 19-Jährige in einem Interview mit einem Times-Reporter. Diese Bilder von Begums Ausreise am Gatwick Airport gingen 2015 um die Welt. Gemeinsam mit zwei Freundinnen machte sie sich auf den Weg über die Türkei nach Syrien. 4 Jahre lang fehlte jede Spur, bis der Journalist nun in einem syrischen Flüchtlingslager auf Begum traf. Sie ist hochschwanger und erzählt, bereits 2 Kinder verloren zu haben. Der Vater ein Dschihadist aus den Niederlanden. Sie hätten gemeinsam in der IS-Hochburg Raqqa gelebt. Ihr Mann sei in Gefangenschaft, sie wolle nur noch zurück nach London. Ob sie das darf, ist unklar, genau wie die Zukunft vieler weiterer IS-Kämpfer und ihrer Familien.